musst wohl Eddie sein, der Sohn von J.D. Sie müssen wohl Harry sein. Entschuldigung, Ihren Vater kenne ich nicht. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Geschwister gerne, aber im Endeffekt nur 12 Familien mit bis zu 25 Kindern sind erlaubt. Und da hat er die Latte gerissen. Da hat er die Latte sowas von gerissen, weil der Typ hat mutmaßlich 550 bis 600 Kinder in Holland. Er hätte auch sehr langen Hals und kommt nicht ans Wasserloch. Aber ich habe mal eine andere Frage. Ich meine, hat er das denn in der Hand? Ist jetzt falsch formuliert. Audio, herzlich willkommen zur 76. Folge eures schönen, revolutionären Presse- und Medienpodcasts. Voll in die Presse. Heute in kleinerer Runde als gewohnt. Und ich lasse euch gleich einfach mal selber raten, wer fehlt. Ich bin's nicht, so viel schon mal vorweg, also alles gut. Aber neben mir sitzt ein junger Mann und darf sich jetzt mal selber kurz vorstellen. Ja, also ich bin's auch nicht, der quasi fehlt. Ja. Und ich begrüße alle ganz herzlich und bin Beef Rogers. Ah, das hast du schon verraten. Scheiße. Okay, der Beef ist nicht weg. Ja, ich bin auch nicht weg, sondern da. Und stell mich mal nicht vor, wie gewünscht. Genau. Ja, und der vierte fehlt. Der vierte fehlt. Und das ist echt der Hammer. Aber sei es drum. Vielleicht können wir ihn ja trotzdem zumindest ein bisschen wettmachen, weil typischerweise besticht er ja immer auch mit irgendwelchen juristischen Zeug. Will ich jetzt so direkt nicht. Ich will euch eher den Plot kurz hinwerfen. Stellt euch vor, ihr wärt Mieter. Schönes Gebäude. Vielleicht auch businessmäßig genutzt, also Gewerbeimmobilie. Der Vermieter wohnt im Haus mit, gibt auch ein schönes Gartengrundstück. Und jetzt kommt's, dummerweise sonnt er sich da jeden Tag Pudelrü. Businessmäßig der oder Vermieter. Privat? Okay. Der Vermieter nackt im innenliegenden Yachten, so stelle ich mir das zumindest vor, und die ganze Firma kann drauf gucken, in voller Pracht liegt er da, das Gehänge. Mietminderung, ja oder nein? Ist ein Gehänge oder ein Geliege? Aber das ist jetzt erstmal egal. Mietminderung, das ist jetzt... Also für eine Firma? Da würde ich jetzt gefühlt sagen... Wir sind im Frankfurter Westend, also ich bin ja auch kein Frankfurter, aber regelmäßig dort, das ist schon etwas gehobenere Wohngegend. Ja. Die Firma ist eine Personalberatung, hat also durchaus auch. Also jetzt, wenn es vielleicht, wenn es Pornofilmproduktion wäre, dann wäre es vielleicht noch was anderes, aber tja. Der Ruheraum. Ja, ich bin auch ehrlich gesagt unsicher, rein juristisch. Ich bin ja nun wirklich kein Jurist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der Vermieter, und das ist sein Garten, und er die Gartennutzung in irgendeiner Weise vertraglich auch abgeklärt hat oder dass die Gartennutzung eben nicht ist, hätte ich jetzt gesagt, kann er da liegen irgendwie, wenn es jetzt nicht besonders anstößig ist. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ist nackt im Garten liegen anstößig oder nicht? Also der Hintergrund ist, der hat seine Mieter verklagt, weil die haben einfach die Miete gemindert und so. Haben eben gesagt, also neben irgendwelchen anderen Sachen, die da angeblich nicht passen, kann man schon mal vorneweg sagen, das wurde nicht bestätigt, das ist eine einwandfreie Immobilie, außer halt dem nackten Mann im Garten. Und durch diesen nackten Mann werde die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache beeinträchtigt, sagen die. Und wenn ihr wollt, weil wir es ja auch nicht zu lang ziehen wollen, sage ich auch, euch auch, was das OLG gesagt hat. Die sagen, nein, ist nicht. Der kann sich da sonnen. Mhm. Ich auch gedacht jetzt, ja. Solange er nicht nackt durchs Haus läuft, was sie wohl auch vorgetragen hätten, der wird immer schon nackt aus seiner Wohnung in den Garten laufen. Bei der Ortsbegehung, das machen die ja dann typischerweise als Beweisaufnahme, ist kein nackter Mann im Hausflur gewesen, sind extra zur Mittagszeit hin, um das vielleicht auch sozusagen, das macht er wohl oft in der Mittagspause, hat sich alles nicht bestätigt. Und dass er sich da halt in seinem eigenen Garten sonnt, ist kein Minderungsgrund. Fand ich irgendwie witzig. Ja, der hat auf jeden Fall die dritte Folge gehört. Die dritte Folge, das war die erste, glaube ich, mit dem Poloch-Sonnen. Meinst du die erste? Das habe ich extra noch mal recherchiert, okay, weil ich es verlinkt habe in der letzten. Da haben wir ja sozusagen den Tipp gegeben für alle, die noch nicht die 75. Folge durch haben.
wenn man sehr viel Gurken isst und dann Polochsonnen betreibt, könnte eine große Salatgurke im Darm wachsen. So zumindest der Südamerikaner, dem sie diese aus dem Hintern operiert haben. Ja. Und die gute Nachricht jetzt, die Nachbarn können nichts dagegen tun. Ja, genau, wenn du eben eine Polochgurken-Plantage im Garten irgendwie hast. Also ich finde, und wir empfehlen in diesem Zusammenhang auch wirklich, dass man die Kürbiskerne vorher rausmacht, also bevor man sie isst. Ja, also, das wäre dann nochmal schwieriger als die Gurke, oh Gott. Möglicherweise. Sonnenblumenkerne spreche ich jetzt mal nicht an. So ein Kürbis im Arsch wird dann auch schnell mit Prostata-Problemen verwechselt. Und nicht gut. Die zu ernten, kein Spaß. Nee. Apropos, Kirsche ist ja eine etwas verträglichere Größe für irgendwelche Analplantagen. Und als ob der Beef das hier anstoßen wollte, hat er was ganz Tolles mitgebracht. Sag doch mal selber, das sieht wirklich hervorragend aus. Ja, das ist tatsächlich auch was Besonderes in dem Fall. Das bezieht sich auf die Kirschblüte, da ist ja jetzt quasi die Zeit. Und das wird ja auch in Bonn besonders begangen, beziehungsweise ist halt auch in der Altstadt ganz viele Bäume mit Kirschblüte. Und das ist tatsächlich optisch auch sehr schön. Und da gibt es dann immer Straßenfeste etc. Und da hat ein örtlicher Bierbrauer dazu ein Sakura Ale, nannte er es, anlässlich der Kirschblüte aufgelegt. Das ist tatsächlich, es sind dazu quasi noch, der Kirschgeschmack wird so ein bisschen auch die Farbe durch Zusatz von Sauerkirschen, also Bio-Sauerkirschen natürlich, und die sind nach der Hauptgärung noch zugefügt worden. Und dadurch quasi ist das nochmal so eine besondere. Und Sakura, also für alle, die dem Japanischen jetzt nicht so völlig flüssig unterwegs sind, heißt in Japan die Kirschblüte. Das ist also quasi das. Insofern kommt der Name Sakura Ale. Ein Kirschblüten. Genau, das trinken wir jetzt. Das gab es nur in ganz wenigen Tagen überhaupt zu kaufen, dann logischerweise. Wie die Kirschblüte ja auch. Muss ja auch zur rechten Zeit am rechten Ort sein. So, ne? Und und da wir natürlich nicht bestraft werden wollen im Leben, weil wir zu spät kamen, wollten wir sind wir rechtzeitig da gewesen. Richtig. Also und an der Stelle muss ich mal wieder sagen, für diese schöne Flasche lohnt sich der Blick in die Shownotes. Definitiv. Auf benanza.de oder allen anderen Plattformen zumindest verlinkt. Zieht's euch mal rein, wir ziehen uns jetzt dieses Sakura. Können wir jetzt mal einschenken, das hat jetzt auch von der Färbung her. Ach du je, das sieht ja aus wie Kiba. Bisschen rötlich, aber eine ordentliche Schaumbildung. Interessant. Es vereint wohl, das steht jetzt auch noch hier drauf, es vereint die Elemente eines Krieg, Wies und eines IPAs. Oder IPAs besser gesagt. IPA. Es riecht auch sehr kirschig. Also ich habe ja lange Zeit ein Hausgrundstück mit Kirschbaum gehabt. Aber es riecht jetzt nicht wie so eine komische Kirschmischung da. Es ist nee, aber es riecht wie die gefallenen Kirschen, so ein bisschen, wenn die anfangen zu gären tatsächlich im Garten. Wenn du zu faul bist, das ständig wegzumachen. Also ein riesen Kirschbaum, der schmeißt echt einiges ab. Jetzt bin ich mal sehr gespannt auf den Geschmack. Also ich hatte gerade schon Sorge, weil dieses Krieg, das habe ich auch mal probiert, das ist ja schon sehr heftig süß und kirschig, aber das hier ist doch angenehm. Nee, ich finde das auch. Und es ist auch nicht so süßkirschig so quasi, sondern klar, es sind auch Sauerkirschen. Also wäre jetzt auch eine Überraschung mit Süßkirschen. Ja, aber nichtsdestotrotz. Sehr schön. So. Wunderbar. Ja, hier könnte Ihre Werbeeinblendung stehen, sage ich mal. Ja. Das ist aber hier von dem Laden quasi eine Hausbrau. Das ist im Auftrag gegeben von denen, ja genau. Das ist dann gebraut bei Zimmermann Kraftbier in Bornheim. Also jetzt auch nicht weit von Bonn entfernt. Aber für die Craftquelle Bonn. Und neben den üblichen nach dem Reinheitsgebot zulässigen Sachen Gerste, Hopfen, Malz und Hefe ist hier auch noch Kirsche und Birkenzucker drin. Siehst du? Birkenzucker. Birkenzucker. Mhm. Nicht Birkenstock, sondern Birkenzucker. Ja, Leute. Oh, das war so ein Mörder-Commercial-Break hier. Also insofern. Ja. Sensationell. Habt ihr eigentlich schon meine Jesus-Latschen gesehen, die ich heute anhabe? Ja. Ich muss das hier mal reinstreuen. Nein. Also erstmal möchte man natürlich den Sommer, das ist die Auflösung für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, herzlich grüßen. Das ist tatsächlich einer unserer eifrigsten Hörer. Also der hört sich
unsere Folgen dann selber noch 3-4 Mal an, wenn die raus sind. Und deswegen hört er das hier bestimmt auch am Sonntag, wenn das online geht, als einer der Ersten. Sei gegrüßt, lieber Sammer, wir vermissen dich. Wir werden an dich denken und hin und wieder einen kleinen Gag auf deine Kosten machen. Ja. Ist ganz, wie es dir gefällt. Prost. Ja. In diesem Sinne. Ja. Wie sieht's denn aus? Sonst irgendwas Aktuelles passiert seit der letzten Folge? Ich war ganz baff, dass wir jetzt schon 75 Folgen im Kasten haben und immer noch keinen weltweiten Erfolg. Aber das wird jetzt mit dieser mit Sicherheit passieren. Selbstverständlich. Definitiv. Ja, wenig los in letzter Zeit, würde ich mal sagen. Also wenig los. Ich fand so pressemäßig, habe ich ein ganzes Handy voll mit Sachen. Aber privat meinst du jetzt so? Tote Hose nö, oder so, was? Nö, Frühlingsanfang halt. Aha, Frühlingsgefühle. Och. Ist da wieder Nachwuchs unterwegs? Um Gottes Willen, nee. Da lasse ich mir eher die Tulpe abschneiden. Ja, okay. Nee. Das können wir da live dabei sein vielleicht. Nein, nicht. Die Beschneidung des Prolo F. Nee, alles gut. Ich wollte auch gar nicht eskalieren. Ich habe heute auch thematisch eher so ein Evergreen dabei. Nämlich was übers Pullern. Und über Giraffen. Ja, wir haben es ja mit Tiergeschichten. Und da habe ich mal wieder was mitgebracht. Wenn wir es schaffen, erzähle ich euch auch noch was über einen prominenten Hund. Aber da müssen wir dann schauen. Das wird dann vielleicht ein Cliffhanger. Ja, okay. Also das ist ganz klarer Fall von Bulla-Alarm! Wer kennt ihn nicht? Ich muss zugeben, auf der Suche nach dem Soundclip habe ich tatsächlich noch mal so eine Viertelfolge TV Total geguckt von früher, wo der Raab noch jung war. Und ich muss sagen, damals war Fernsehen schon irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob ich schlecht gealtert bin, aber irgendwie war witzig. Sag ich mal ganz, bevor du jetzt loslegst, Mann, die spannende Frage, guckt ihr denn noch viel Fernsehen im Sinne von ARD, Linear. ZDF oder die ganzen Bums-Sender? Null. Ja. Wir haben null. Bei mir tatsächlich seit einem halben Jahr. Also ich gucke natürlich die normalen Sender, aber immer nur gestreamt, zeitversetzt aus der App oder aus der Mediathek. Wir wohnen jetzt seit über 3,5 Jahren in Bonn und wir haben es nicht für nötig gehalten, ein Fernsehkabel zu kaufen, im wörtlichen Sinne. Ja. Weil es einfach, also selbst der Preis eines Kabels mit dem Verlegen einmal ums Zimmer herum, war es uns nicht wert, lineares Fernsehen zu genießen. Tatsächlich, wo du das gerade sagst, ich bin jetzt auch 3 Jahre da in dem Haus ungefähr und ich habe auch tatsächlich kein Kabel in dem Sinne, so Antennenkabel oder so irgendwo angeschlossen. Die Satellitenschüssel habe ich runtergeschraubt, die fand ich hässlich. Das Kabel im Keller, was da liegt, ist, glaube ich, abgeklemmt. Und ich weiß gar nicht, was hätte man dann noch für Möglichkeiten eigentlich. Also ich habe dann irgendwann das Internet da an den Fernseher dran gestöpselt und seitdem kannst du ja auch tatsächlich, du kannst ja Live-Fernsehen gucken über die ganzen Mediatheken. Das ist einfach geil. Ja, aber wofür? Ja, also selbst da muss man schon echt verzweifelt sein, dass man irgendwie nach Hause kommt, Füße hoch und Fernseher an. Da muss man sich die Mühe halt noch machen. Zeiten, in denen wir uns ja hin und wieder befinden oder auch in der Pandemie, habe ich tatsächlich gerne Nachrichten dann auch live geguckt. Also da habe ich dann, das waren so, also für die Nachrichten, alles andere, was da angeboten wird, da bin ich komplett raus. Weil wenn mich das interessiert, kann ich das hinterher gucken, wann es immer passt. Und dann muss ich leider auch gestehen, ich bin viel zu viel in den ganzen Streaming-Diensten unterwegs, wenn ich mal fernsehe, was schon auch regelmäßig vorkommt, ganz klar. Ja, aber selbst bei den Live-Nachrichten, das ist ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ob die Tagesschau schneller ist als der tippende Online-Praktikant. Deswegen je nach Ereignis. Aber sei es drum. Wir haben ja Cooler Alarm versprochen, den möchte ich auch gerne einhalten. Ja. Und vielleicht erstmal ein kleiner Seiteninformationsbrocken. Das Gesetz des Pinkelns. Ist schon ein bisschen ein älterer Artikel, ich werde es aber kurz erwähnen, weil ich das bei der Recherche hier auch noch gefunden habe. Das Urinieren, wie Forscher festgestellt haben, dauert tatsächlich bei sehr vielen Tierarten 21 Sekunden etwa. Egal, ob es 18 Liter Elefantenurin sind oder so eine kleine süße Katze. 21 Sekunden ist wohl die Zahl der Wahl. Das haben jedenfalls Forscher mittels Experimenten im Zoo Atlanta festgestellt, wo sie einfach mal den Tieren
beim Pullern zugeguckt haben und gezählt. So, hier geht es aber um Pullern nur im weiteren Sinne. Es geht um eines unserer erklärten Lieblingsthemen neben Tieren, nämlich Pimmel. Ja, fast. Also, Giraffen. Ach so, Giraffenpimmel wenigstens. Giraffen und Sex. Weil, haltet euch fest, das habe ich aus dem seriösen Standard. Die Giraffen haben es nämlich in ihrem Sexualleben nicht leicht, vor allem die männlichen, denn die können nicht so, wie man das vielleicht von anderen Tieren erwarten würde, ihrem Weibchen hinterher schnüffeln, weil dann tatsächlich, wenn der Hals am Boden ankommt, möglicherweise das Tier nach vorne kippt. Also Giraffen sind tatsächlich anatomisch bedingt ungern aber was mit dem Maul denn, auf dem Boden. Wo schnüffeln die denn? An den Füßen? Ja, das kommt. Was? Nee, jetzt wird geschnüffelt. An den Füßen nicht, aber sie gründeln dann nicht. Die Sache ist nämlich die. Die weibliche Giraffe outet sich quasi über ihren Urin als paarungsbereit. So, was macht also die Giraffe, der Giraffentyp, wenn er es mal probieren will, kommt dann so, trappst da so an die Dame ran und wie, der muss das schmecken, der riecht das der, nicht. Der muss, die der, Dame muss. Der muss einmal schön hier Natursekt oder die was. Die Dame muss pullern. Und dann steckt er seine Zunge raus. Ja, da gibt es ein Wort für tatsächlich, Flemen mit EH. Flemen heißt so viel wie, ich lese es mal vor, dann kräuselt der Bulle seine Lippen und inhaliert mit offenem Mund, ein Verhalten, das auch als Flemen bezeichnet wird. So. Rollo Sielmann. So, also Giraffen, so Giraffen, wie sie wirklich ja, sind. Pass auf, der aber nur die Krönung. Odeur oder auch die Flüssigkeit? Ja, sowohl als auch. Also jedenfalls also, der Gesamteindruck so, zählt. So. Also ich mach das mal vor. Die haben, so. Ja, genau. Also die haben tatsächlich so ein, im Riechorgan sind die extra anatomisch dafür ausgelegt. Jetzt kommt's aber, durch leichtes Anstupsen im hinteren Bereich animieren die Männchen tatsächlich dann die Weibchen zum Urinieren. Ja, muss ja auch irgendwann mal losgehen. Also ich stelle mir das so vor, da steht so eine Giraffe irgendwo ja. rum. Dann kommt so ein Typ, so ein Bulle, Giraffenbulle und sagt, boah, ich hab voll Bock. Mal gucken, ob die auch Bock hat. Und dann geht er nicht hin und sagt, ey, hast du Bock? Sondern der geht hin und stupst sie mit der Nase da irgendwie am Poppes an. Jo. Dann strullt die dem ins Gesicht und dann sagt er, nee, die hat nicht so Bock. Oder, oh ja, die hat Bock. Jo. Und dann geht es los. Korrekt, korrekt. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Verrückte Giraffen, wer hätte das gedacht? Ja? Und auch irgendwie umständlich. Ja, ich hätte ja, fragen können. Ich habe hier mal so ein Foto, was ich euch rüberreiche. Ist jetzt leider okay. nur schwarz-weiß, aber wie Giraffen aussehen. Also man sieht eine breitbeinig stehende am Wasserloch. Genau, die Giraffen am Wasserloch. Und der Bulle animiert zum Urinieren. Aber wenn die Kuh in dem Fall doch zum Wasserloch den Kopf runterkriegt, wieso kann der Bulle dann nicht quasi am Boden riechen? Also das Wasser ist ja auch nicht. Ja, der kann ja offensichtlich auch am Po riechen. Also der riecht ja, aber offensichtlich riecht er nicht. Ja, aber guck mal, der ist doch viel, erstens ist der viel größer und zweitens ist der Hals schon ziemlich weit nach vorne gegangen. Ja, aber auch der Bulle muss ja was trinken. Der ist ja an Ort und Stelle, schätze ich mal, oder haben die das irgendwo anders? Oder muss der quasi in den Fluss reingehen, dass er quasi bis zum Knie im Wasser steht, damit er Wasser trinken kann? Ja, das ist eine gute und Frage. Und Prollo, hast du denn auch recherchiert, wie der die dann nimmt? Also machen die so Doggy-Style? Nee, da habe ich aufgehört, als ich die Sache mit den 21 Sekunden gesehen habe. Ja, aber das ist doch die entscheidende Information. Ich meine, der lässt sich da voll ins Gesicht strullen und dann will der auch, ich meine. Ja, dann steigt er halt wie auf. Macht er das? Ja, steigt wie das dann halt so ist, wie wird es schon sein? Ja, ich habe mir jetzt kein YouTube-Video rausgesucht. Ach komm, kannst du das doch mal recherchieren? Also der steigt da von hinten drauf. Aber es sind, ich lese es ja gerade, Geruchs- und Geschmacksproben. Und ja, ich habe ja nur den Artikel zitiert mit der Umkipperei. Wegen ihrer extremen Statur riskieren Giraffen es nur ungern, sich bis ganz hinunter zum Boden zu beugen. Das heißt, wenn das Giraffenweibchen das Getränk ich weiß, auf Augenhöhe serviert bekommen hätte. Nein, genau, das ist der Grund. Die müssen also auf jeden Fall das Urin offensichtlich riechen. Das reicht aber nicht. Ja, aber nee, du hast ja nur, wir sind ja davon ausgegangen, bei anderen Tieren, die schnuppern ja einfach so an der Öffnung da rum und wissen, ob die will oder nicht. Das reicht ja bei den Giraffen nicht. Also die müssen auf jeden Fall da einmal angestupst werden. Dann muss sie da halt Pipi machen. Und dann reicht es aber nicht, weil der halt so einen langen Hals hat, dass er dann auf dem Boden an der Pfütze rum zuzelt und flämt, sondern der muss sich das halt einmal frisch von der Quelle geben lassen. Genau. Flemanns Pilsen. Und dann weiß er Bescheid, ob er zum nächsten Zapfhahn geht oder ob er zum Zug kommt. Das stellt er mit Hilfe seiner, was ist?
Vomeronasalorgane fest. Ja. Wir fassen zusammen, ist auch nicht mal einfach, eine Giraffe zu sein. Auf jeden Fall krasse Anatomie, diese Tiere. Ja. So, wisst ihr Bescheid. Und das mit den 21 Sekunden, weiß ich nicht. Also, das kann ja jeder für sich mal testen. Das war jetzt ein separater Artikel oder was mit den 21 Sekunden? Das war jetzt separat, da bin ich hier, Menschen wie Sie interessieren sich für pinkelnde Tiere. Ja, genau, ein Gesetz des Pinkelns. Das waren jetzt andere Forscher, das ist auch schon von 2014 Geschlechtsverkehr mit Tieren. Und der Forscher heißt David Hu und hat tatsächlich den Zusammenhang zwischen, ja, man stellt sich das ja eigentlich so vor, wenn du sagst, jetzt pinkelt der Elefant, dass das schon eine Weile dauert. Das ist aber gar nicht so. Und offenbar. Ja, vielleicht hätte er zumindest größere Öffnungen oder so. Also Elefant, Pferd, Hund und Katze werden hier namentlich genannt. Und wissenschaftlich erforscht pullern die wohl alle etwa gleich lang. Witzig. So. Jetzt kann ja jeder der Zuhörer bei nächster Gelegenheit auch mal die Stoppuhr auf dem Klo irgendwie. Und kann mal mitgehen, ob wir auch nah an den 21 Sekunden dran sind. Oder? An der Stelle Ärger. Ich habe heute so schöne Sachen hier auf unser Soundbrett gelegt und natürlich nicht den Frank Drebin aus Nackte Kanone. Ja, schön, ja. Die Szene, die jetzt sehr schön passen würde. Aber naja, kann ja noch mal nachgereicht werden. Ja. Ja, super. Also Prollo, wieder ganz nah dran an unserem Kernthema. Hauptsache irgendwas mit Tieren. Ja. Ich hätte jetzt auch was mit Tieren, aber anders. Aber jetzt auch harmloser. Also sagt euch Donaldismus was? Donaldismus, hat das was mit Donald Duck zu tun? Wenn man so Geld hortet. Ja, das wäre eigentlich Dagobertismus. Ach, mal, nicht so, ich habe die beiden. Ja, genau, also Donaldismus ist tatsächlich, also es gibt in Deutschland gibt die Vereinigung der Donaldisten. Das sind tatsächlich große Fans von Donald Duck und die nehmen das ernst. Die haben regelmäßig, machen jährlich einen Jahreskongress, wie der Name schon sagt, und diskutieren dann aber auch zum Beispiel Fragen wie, welche Spannung herrscht im Stromnetz von Entenhausen? Und das ist tatsächlich, hier in dem Fall ist, das ist ein Interview mit einem deutschen Donaldisten, einem Herr Wackerhagen, der ist Elektromeister aus Braunschweig und der hat auch schon mal bei diesen Jahrestreffen einen Vortrag über Gleich- und Wechselstrom in Entenhausen gehalten. Das heißt, die treffen sich und diskutieren dann aus allen möglichen Richtungen über Entenhausen selbst und über die dortigen Angebote, was es da so gibt. Ich fand das ganz spannend. Also es ist wirklich irre, was es alles so gibt. Das ist eigentlich ganz witzig. Also wenn jetzt Entenhausen nicht bei Disney, sondern beim Tolkien im Keller entstanden wäre, dann wüsste man das wahrscheinlich alles, ja, weil vom Schnabel bis zum Bürzel alles haarklein. Also genau, es ist hier dann tatsächlich, also sie beziehen sich tatsächlich auch im Wesentlichen auf einen der wichtigsten, wenn nicht den wichtigsten Zeichner und Geschichtenerfinder von Donald Duck. Weiß jemand zufällig den Namen? Tatsächlich bekannt, also man kann es Karl Barks. Karl Barks. Genau, und der ist tatsächlich, der hat tatsächlich, einerseits hat, also die Ente Donald hat er dann quasi so auch aussehen lassen, wie man sie heute kennt quasi. Der ist also nicht der erste Zeichner und auch nicht der Erfinder wohl gewesen, aber er hat die wesentlichen Definitionen quasi gemacht. Und die haben hier dann, wie gesagt, ein jährliches Treffen. Treffen sich da auch, das sind diesmal ungefähr 130 Donaldisten gewesen, die sich in Frankfurt in dem Fall an der Goethe-Uni getroffen haben und diskutieren wirklich alle möglichen Punkte. Das heißt, auch alles Erwachsene, das heißt, die gehen auch die Details durch, die in den Geschichten drin sind. Alle möglichen Apotheker, sagt ihr, an Kongressen nehmen Leute teil, Biologen, Apotheker, Handwerker, Lehrer, Zahnärzte und so weiter und so fort. Da spielt das Handwerk natürlich eine große Rolle. Zum Beispiel wird auch die Frage diskutiert, warum es in Entenhausen zwar Waschbecken, aber keine Toiletten gibt. Und hier ist auch zum Beispiel eine Karte von Entenhausen mal gezeichnet worden anhand der Angaben, die in den Geschichten dann gemacht werden, inklusive des Ford-Fliegentrutz und der Postraketen-Abschussrampe. Also alles, was man so braucht. Oder dass zum Beispiel die Netzspannung bei 313 Volt liegen muss. Wie sind die da drauf gekommen?
Anhand mehrerer Zeichnungen konnte das er als Elektromeister nachweisen, dass in Entenhausen sowohl über Gleich- wie auch Wechselstrom verfügt und die Netzspannung bei 313 Volt liegt. Und jetzt kommt's. 313 ist auch die Zahl auf dem Nummernschild von Donalds Auto. Das ist tatsächlich immer die Nummer, die da drauf ist. Und er war dann der 13. Ehrenpräsidente. Und Präsidente wegen Ente, das ist also auch ein zusammengesetztes Wort. Also ich finde das sehr geil. Das ist natürlich ultra schrullig, aber traumhaft. Also ich bin da wirklich begeistert von solchen Sachen, dass Menschen sich damit so ernsthaft und auf diese Weise auseinandersetzen. Also nur für den Fall, dass wir Donaldisten unter unserer Zuhörerschaft haben, stelle ich euch mal eine Frage, die ich schon mal irgendwie, glaube ich, auch sogar in diesem Podcast gestellt habe. Und mit dessen Antwort oder deren Antwort mein Sohn ein iPad gewonnen hat beim Ehapa Egmont Verlag. Oh. Und zwar war die Frage, wie heißen die Eltern von Donald Duck? Die Eltern. Jeder kennt den Onkel, Dagobert, aber wie heißen eigentlich die Eltern? Da muss ich passen. Da bin ich auch raus. Ich weiß, sie werden mal irgendwie erwähnt, aber... Hat er das gewusst oder gegoogelt? Er hat das auch auf dem Stegreif gewusst, weil er 3-4 Jahre lang von mir finanziert ein lustiges Taschenbuch-Abo, seinige nennen durfte und das offensichtlich auch ganz gut gelesen hat. Und dann rannte der hoch, wühlte in diesen Büchern rum und sagte, hier steht's, genau da, an einer Stelle in diesen Büchern, also genauso wie die Donaldisten wahrscheinlich, werden die tatsächlich mal erwähnt. Und ich werde diesen Namen nie wieder vergessen, weil wir haben es dann per E-Mail abgeschickt. Und Wochen später bekam ich eine E-Mail von einer Praktikantin at Upper Egmont Verlag, war die E-Mail-Adresse. Ich denke so, alles für Nepp. Aber nein, und iPad 2, damals, viele Jahre jetzt schon her. Und die Antwort lautete, Dörte und Degenhard Duck. Also merkt euch das, ihr lieben Donaldisten, ihr wisst es garantiert das schon, aber alle anderen... Das kann sonst mal die 1-Million-Euro-Frage werden bei Güni Jauch. Ja, ich finde das, also wie gesagt, nochmal zurück, ich finde das tatsächlich extrem cool, dass da Leute sich so auch mit, also wie gesagt, ich finde das ja gar nicht schräg, also das sind ja irgendwie normale Menschen irgendwie, die sich da für ein bestimmtes Thema irgendwie stark interessieren. Ich finde das sehr geil. Also das hat was. Also das ist irgendwie... Aber ich meine, inzwischen zumindest sind ja an den lustigen Taschenbüchern und den ganzen Geschichten super viele verschiedene Zeichner dran. Genau. Es sind ja auch sehr viele, habe ich zumindest gesehen, Italiener. Also offensichtlich haben die da eine große Zeichengruppe beisammen und ganz, ganz viele verschiedene Namen. Also konnte ich auch über diese Jahre in den lustigen Taschenbüchern verfolgen und wie schaffen die das da nicht widerspruchsfrei zu bleiben? Das ist ja gar nicht so einfach, wenn da immer Gleichstrom, Wechselstrom und dann immer die 313. Also wird es vielleicht so ein paar Dinge geben, die festlegen, aber mit Sicherheit auch total viele Sachen, die sich widersprechen. Es gibt so geheime Memoiren von Disney, wo das alles haarklein aufgezeichnet ist. Also ich vermute mal, das ist so ähnlich wie bei vielen anderen seriellen Filmen, was auch immer, dass eben dieser Karl Barks da wahrscheinlich ein paar Grunddefinitionen geliefert hat, die im Prinzip immer zu beachten sein müssen. Sowohl von der zeichnerischen Herangehensweise her, als auch von den Inhalten. Also was dargestellt wird und wie es dargestellt wird und was es da gibt und was es da nicht gibt. Und wenn du wahrscheinlich was dazu packst, was in diesen Kosmos noch reinpasst, dann ist das wunderbar und gut. Aber ich kann mir schon sehr genau vorstellen, dass es da einfach schon ganz klare Reglementierungen gibt, auch für die Zeichner beziehungsweise die Texter. Also das wird ja auch getextet, also die jeweiligen Szenarien entworfen. Das sind ja oft auch mehrere Personen. Also sprich, nicht immer der Zeichner macht dann alles unisono in einer Person, sondern da wird zusammengearbeitet mit und da könnte ich mir schon sehr stark vorstellen, dass es da ganz klare Richtlinien gibt, an denen die sich zu orientieren haben. Zum Beispiel keine Klosettfragen. Ja, dass zum Beispiel bestimmte Dinge ausgeblendet werden. Also es gibt ja gerade bei Comics und bei den Comicfiguren ist es ja ganz oft so, dass ein Großteil der Personen, also der Tiere, wie auch immer, dass die nur 4 statt 5 Finger haben. Schlicht und ergreifend, weil es besser zu zeichnen ist. Und Simpsons lassen grüßen. Ja, also auch die müssen natürlich gezeichnet werden und da ist es wohl von der Zeichnung her und von der Zeichnungsgeometrie einfach einfacher, mit 4 Fingern zu arbeiten und sowas, wie gesagt, also da können wir schon vorstellen, dass da so viele Dinge irgendwie sind und wahrscheinlich hat er auch mal irgendeine Karte entworfen, wie das dann ungefähr aussehen soll
und so weiter und so fort. Aber ich finde das faszinierend, auch wenn es jetzt irgendwie maximal schrullig sein dürfte, aber trotzdem. Ja. Immerhin treffen die sich seit 1977. Von einem Klimaforscher gegründete Donald-Organisation, die heißt übrigens, die Abkürzung bedeutet Deutsche Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus. Hm. Abgekürzt Donald. An den Federn herbeigezogen, der Name. Aber quasi. Gut, ja. Hier ist mir die Verwendung des Namens Donald lieber als bei irgendwelchen amerikanischen Ex-Präsidenten. Der Name ist tatsächlich in letzter Zeit so ein bisschen in Misskredit geraten. Ja, little bit verbrannt. Ja, das war jetzt auch meine Hoffnung, dass das nicht irgendwelche Trumpisten sind. Oh Gott, sind. Nein. Ja, Donaldismus, also das gefällt mir auch. Ich habe nicht genug diese Bücher gelesen, um da wirklich mitreden zu können. Was aber war's? Dörte sehr, sehr und Degenhardt Duck oder Duck. Genau. Geil. Ja, nee, das Witzige damals, nur um das noch abzuschließen, war, ich habe gesagt, das weiß keine Sau. Die sind nie da vorgekommen. Also man liest ja seit seiner Kindheit immer mal wieder so ein lustiges Taschenbuch und so. Also ich habe mit Sicherheit auch ein paar hundert verschlungen über die Jahre, aber halt nicht, oder sagen wir mal 100 vielleicht insgesamt, aber er wusste das sofort, sagte, ich weiß es und hat das geholt. Also das ist geil, so Wissen dann auch zu behalten. Und ich vergesse es ja auch seit 10 Jahren nicht mehr. Ja, also Minimum 10 Jahre. Ich bin ja eh fasziniert von also finde ich ja grundsätzlich so völlig unnützes Wissen. Das ist ja, ja an sich geil. Und weißt du, da habe ich letztens noch eine Radiosendung drüber gesehen, im Zuge Abi-Prüfung haben sie das gemacht. Warum kann man sich so einen unnützen Scheiß merken, aber den wichtigen nicht? Du musst den halt mit irgendwas verbinden. Das ist der Trick. Du musst den mit irgendwas Positivem oder was Skurrilem oder was Außergewöhnlichem verbinden. Dann kannst du dir die letzte Kacke merken, wenn du dir dahinter so eine Backstory packst, die das Ganze irgendwie ja, besonders macht oder zu einem positives Empfinden in dir auslöst. Weil ich habe mich auch immer gefragt, warum kann ich mir fast jeden Scheiß aus dem Bereich Fußball merken? Da muss ich nur einmal irgendwo aufschnappen und dann hat man das irgendwo, ja, wenn man irgendwas Positives damit verbindet. Aber so die richtig wichtigen Sachen, die du da vielleicht im Job brauchst, die merke ich mir dann auch nur, wenn es mich interessiert tatsächlich. Naja. Aber naja, eine ganz eigene Geschichte, da müsste man mal eine Psychologin oder einen Psychologen zu einladen. Was ich euch jetzt hier noch erzählen wollte, das ist auch eine Geschichte in der Tagesschau, online habe ich das gesehen, aus Holland oder den Niederlanden. Da musste man einem Mann das Samenspenden per Gericht verbieten. Warum? Vielleicht wohnte der ländlich und in der Region haben sich die Kinder gehäuft. Ja. Sahen dann auch alle aus wie der Bofrost. Na, wenn du schon so fragst, wer weiß, ja. Also hat er die. Es ist tatsächlich nicht ganz so verkehrt, der Gedanke, aber das, ob der ländlich wohnt, ist nicht überliefert. Der hat einfach die Samenbank gesprengt, ja, wie im Casino, nur dass der eben alle Röhrchen voll gemacht hat. Auch das hat er wohl sehr fleißig getan, gleichwohl. Vielleicht hat er das zu oft öffentlich getan oder sowas, oder hat dann ist nicht mehr in die Spenderkabine gegangen, sondern auch das hat er teilweise nicht getan, tatsächlich. Also wir haben doch alle im Homeoffice gearbeitet. Nein, also der hat das, dem hat man das verboten, weil eine Mutter eines seiner Kinder sozusagen durch seinen Spendersamen gezeugtes Kind geklagt hat und eine Organisation Stiftung Spendenkind auch. Die haben geklagt darauf, dass man ihm gerichtlich verbieten möge, weiter Samen zu spenden. Und Hintergrund ist, dass es ein Gesetz gibt in den Niederlanden, das verbietet, dass mit dem Spender Samen einer Person mehr als 25 Kinder gezeugt werden dürfen. Und diese 25 Kinder dürfen in maximal 12 verschiedenen Familien zur Welt kommen. Das heißt, Geschwister gerne, aber im Endeffekt nur 12 Familien mit bis zu 25 Kindern sind erlaubt. Und da hat er die Latte gerissen. Da hat er die Latte sowas von gerissen, weil der Typ hat mutmaßlich 550 bis 600 Kinder in Holland sozusagen seinen Samen oder seinen Stempel aufgedrückt. Aber da hätte er auch sehr langen Hals und kommt nicht ans Wasserloch. Mhm. Aber das ist. Ich habe mal eine andere Frage. Ich meine, hat er das denn
in der Hand ist jetzt falsch formuliert. Also hat er das irgendwie, also wie funktioniert das denn? Also er spendet seinen Samen bei der Samenbank, in Anführungsstrichen jetzt. Und niederländische Samenbank, keine Ahnung. Und hat er denn dann noch Einfluss darauf, was damit geschieht? Also ob dann quasi das an Familien weitergegeben wird und ob dann das auch an Frauen weitergegeben, wie auch immer, die dann damit Kind kriegen oder auch nicht? Also das erste Problem in den Niederlanden ist wohl, dass es keine zentrale Spenderdatei gibt. Das heißt, das ist wohl eine lokale Geschichte. Und der ist jetzt nicht immer in dieselbe Samenbank gegangen, sondern hat sie wahrscheinlich im ganzen Land gut abgefüllt. Und dabei wird es vermutlich, das steht hier nicht, irgendwelche Abfragen geben, ob er schon, was weiß ich, in anderen gespendet hat oder wie viel er das schon gemacht hat, damit man das eben ausschließen kann, dass mit seinem Spendersamen da mehr als 25 Kinder gezeugt werden. Das ist das eine. Zum anderen hat er sich aber auch über eine eigene Webseite direkt an Paare gewandt, die auf der Suche nach einem Samenspender waren. Und sein Zweck oder sein Ziel, was er auch vor Gericht dargetan hat, ist, dass er halt kinderlosen Paaren auf diese Art und Weise helfen wollte. Also dem wird jetzt hier, zumindest laut dieses Artikels, kein niedriger Beweggrund oder so unterstellt, sondern er wollte wohl tatsächlich helfen und hat er gesagt, und hat aber zu dem Zweck auch dann die Frauen, insbesondere auch die Klägerin, belogen, die natürlich gefragt hat, hast du schon mehr als so und so? Und dann hat er gesagt, nein, nein, er hat noch nicht. Also quasi alle, die er direkt gesprochen hat, belogen, dass er quasi ein Serienspender ist. aber zudem dann auch sehr viel in irgendwelchen Samenbanken deponiert, was dann wohl auch hin und wieder mal rausgegeben wurde und dazu führt, dass man überschlägig davon ausgeht, dass eben in den Niederlanden 550 bis 600 Kinder von ihm abstammen, von ihm gezeugt wurden. Das ist also quasi ein Großspender. Also das ein großzügiger Großspender. Das Problem ist natürlich, dass die nicht wissen, wenn sie sich begegnen. Also die, das hat ja ganz auch einen Grund. Also zum einen ist es diese Geschichte mit der Identität, dass man eben auch, wenn er das so auf direktem Wege macht und so nicht immer klar ist, also es gibt ja auch einen Rechtsanspruch, dass du dann irgendwie, glaube ich, die Identität des Spenders erfährst oder irgendwas hat sich da geändert, weil die Kinder halt, die durch so einen Spendersamen entstanden sind, vielleicht dann irgendwelche psychologischen Probleme kriegen. Aber zum anderen gibt es auch ganz faktisch, ich weiß nicht, wie viele Einwohner die Niederlande haben. 16, 17 Millionen. Ja, ungefähr. Gut, gibt es eine gewisse prozentuale Chance, dass sich Geschwister oder Halbgeschwister tatsächlich mal begegnen und dann, ohne es zu wissen, da irgendwie inzestuöse Beziehungen eingehen. Okay. Und deswegen muss jetzt alles von seinem Supersamen vernichtet werden und wenn er weiter spendet, dann wird für jeden Fall ein Bußgeld von 100.000 Euro fällig. Dann kann er sich ja immerhin noch globalisieren. Dann macht er. Ich hätte jetzt auch gesagt, dann kann er ja Nachbarländer spenden. Ja, wer weiß, ob der Typ jetzt in Deutschland Mütze, Glatze, ne? Tja. Who knows? Mich würde mal tatsächlich interessieren, das habe ich jetzt leider nicht recherchiert, dummerweise, wie das hier in Deutschland geregelt ist. Also theoretisch könntest du ja jeden Tag. Ich weiß gar nicht, gibt es da Geld für weiß ich auch nicht. Samenspende? Blutspende gab ja früher immer 50 Mark und Brötchen. Aber Samenspende, ob du da auch Cash machen kannst? Muss man beim Pfarrer fragen. Pfarrer? Ja. Was denn? Das ist irgendwie ekelig, auch wenn ich es nicht verstehe. jedenfalls würde mich mal interessieren, ob das hier irgendwie dann in so einem Zentralregister, ne, die Leute müssen ja irgendwie identifiziert werden. Allein schon wegen dieses Rechtsanspruchs und müssen es ja auch tatsächlich irgendwie ausschließen, dass du hier nicht immer so ein Senior-Spender hast. Wobei, ich könnte mir jetzt hier in dem Land des Föderalismus durchaus auch vorstellen, dass das so ähnlich wie in den Niederlanden ist, dass es eben nicht eine zentrale Datenbank dafür gibt, sondern dass das auch wieder auf Länderebene oder also Bundesländerebene oder noch kleinteiliger irgendwie geschieht und dass da keiner weiß vom anderen. Das heißt, auch wenn du hier durch die Bundesländer ziehst und dass du da dann auch munter verteilen kannst. Ja. Tja. Gut, es ist die Gesamtbevölkerung insgesamt ein bisschen höher in Deutschland als in Niederlanden. Das heißt dann, ja, da merkt man auch, dass im Saarland so wenig Leute wohnen. Da äußert sich das dann schnell. Ja, wenn sind sie alle miteinander verwandt. Ja.
Ein Samenspender und zack. Ja, aber schon irgendwie witzig, dass das so überhaupt passieren kann. Also stell dir mal vor, du weißt positiv, dass über 500 Kinder von dir stammen. Ich meine, du hast mit den Frauen in dem Fall ja überhaupt keine Beziehung oder so, aber trotzdem gibt es da so eine kleine Turnhalle voll mit Kindern, die alle irgendwas von dir haben. Ich weiß nicht, ist euch das auch mal schon so gegangen? Ich hatte das tatsächlich ein, zwei Mal so eine Begegnung, wo ich dachte, der sieht mir irgendwie ähnlich, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Irgendwie. Ich will ja nicht über deinen Vater hier irgendwie herziehen, aber viel auf Reisen. Ist das denn so ausgeschlossen? Nee, theoretisch nicht. Also aber dann, wie du ja schon sagtest, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann noch begegnet, ist wahrscheinlich bei so kleineren Anzahlen überschaubar. Ja, also aber, hin und wieder hat man das so begegnet, dass ich, man Leute sieht, die man denkt, dass man sie kennt, die halt Doppelgänger. Worauf ich hinaus wollte, wenn du jetzt weißt, du stammst von so einem, ich nenne es mal, von so einem dauerbeschäftigten Typ an, der sich da hier. Handarbeiter. Ja, so. Du kannst ja nicht mehr durch die Fußgängerzone laufen, weil du immer das Gefühl hast, bei jedem, der irgendwie so dir so ein bisschen ähnlich sieht, Mensch. Ja, witzig wäre der, wenn er jetzt so eine sehr auffällige Nase oder sehr große Ohren hätte oder irgendwas, was sozusagen so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass er immer sagt, ach, du auch. Ja, who knows. Schön. Okay. So, das wäre jetzt eigentlich so der Part von Sommer, was möchtest du dazu sagen? Ja, ich weiß nicht, Also. Ich habe euch mal hier eine Schlotze zum Trinken mitgebracht. Ja, genau, ich habe hier auch mal die Original-Samenspende. Genau, ich sage euch nie, was drin ist. Echte Hühnerhoden. Von meinem Jim-Knopf zusammen rechte Hand. Lassen. Ja. Ich habe es von meiner rechten Hand machen lassen. Kleines Feedback zu dem Bier. Ich muss gestehen, ich kriege ein bisschen Bauchschmerzen davon. Aber ich habe auch eine Fructoseintoleranz. Also vielleicht liegt es tatsächlich daran. Das an der Kirsche? An der Kirsche. Birkenzucker. Nicht, aber also mir, ich bin hier fast am Krampfen, Alter. Oje. Oje. Das Schlimme ist nicht, aber ich weiß nicht. Ich bin aber auch echt kein Fan, dass man hier so Bier mit irgendwas mischt oder so. Ja, aber es ist ja nicht gemischt. Das ist ja erst nachträglich reingekommen. Das ist ja, ist ja gemischt dann. Naja. Ich weiß es nicht. Naja. Ich hatte tatsächlich, war ich kurz davor, euch so ein schönes Schäferhofer Grapefruit mitzubringen. Das hättet ihr wahrscheinlich heute den Rest gegeben. Ja, aber das Original, wenn ich das sehe, dann muss ich immer an dich denken. Ja. Wirklich. Das ist so ein. Das würde jetzt dem Prolog gefallen. Irgendwie so diese Mixery und diese ganzen gemischten Sachen. Du bist so ein Mixboy. Ich trinke es auch aus. Ich trinke es auch aus. Wirklich? Ja, klar. Sieht doch super aus, aber wir wollen ja hier ehrlich sein. Also jetzt der Beef, der hat jetzt ein Tränchen im Knopfloch. Das tut mir jetzt total leid, aber das ist okay. Also wenn es nach mir ginge, hätten sie die Kirsche auf dem Cover lassen können und nicht ins Glas. Oder nur die Kirschblüte. Ja. Oder die Kirschblüte, ja. Sei es drum. Kann man nichts machen. So, haben wir noch irgendwelche komischen Tiere oder Spender oder sollen wir Schluss machen für heute? Ich hätte mal was Sportives. Oh, das von dir. Ja, Fußball, also ist auch was. Genau. Aber vielleicht merkst du gleich, das wird dann gleich wieder passen. Also in NRW ist kürzlich die erste übergewichtige Fußballliga an den Start gegangen. Und jetzt der Vereinspräsident Beef Rogers. Ja, nicht ganz, sondern aber der Initiator, der heißt Mike Kraus, okay. Und der, könnt ihr euch denn mal einen Namen ausdenken, wie das heißt könnte? Die Liga? Ja. The Oompa Loompa League. Auch schön. Das ist relativ profan. Also es ist dicke Liga. So ähnlich. Heavy Kickers. Also insofern, genau. Also da spielen dann zum Beispiel die Big Boys gegen die Heavy Kickers oder die Pfunzkerle aus Memphis. Ich stelle mir das gerade so vor. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es immer so YouTube-Videos, dass du in so ein, gibt es auch so einen Sport, da hast du so ein Ballkostüm. Ja, genau. Da hast du im Endeffekt so einen Ball um dich rum und hast nur die Beine frei und die Arme, glaube ich. Und dann musst du halt versuchen, hinter dem Ball herzurennen. Dann titscht die immer wie irre gegeneinander. Ich habe das schon gespielt. So stelle ich mir das jetzt gerade böse. Ja. So nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also ich kann zu diesem Spiel, ich weiß auch nicht genau, wie sich's nennt, aber ich habe das schon mal gespielt. Wir hatten das schon mal auf einem Firmen-Event nennen wir es mal so jetzt, genau.
Und du hast halt, du steckst in diesem Ding drin, das ist wie so ein Schlauch innen drin und die Arme sind auch da am Körper, also hältst dich da so an so Griffen fest, aber ganz eng am Körper. Und es gucken nur unten so ab Knöchel, Unterschenkel so ein bisschen guckt halt raus. So knapp bis Knie. Und dann läufst du in diesen Dingern rum. Und das ist erstmal unfassbar anstrengend, nicht weil die schwer sind, sondern weil du kaum Luft an den kriegst irgendwie. Mhm. Ne? Und das ist halt nach oben und unten offen, das ist wie so eine Röhre, aber es ist wirklich anstrengend. Du bist also reingepresst. Und wenn du umgecrashed wirst, dann purzelst du erstmal drei Runden. Ich habe das immer gesehen, das sieht so lustig aus. Das ist schon sehr geil. Also ja. Und die Fußballergebnisse, also die Ergebnisse sind auch schwer vorherzusagen. Also das hat mit Qualität nicht wirklich was zu tun. Ja, aber jetzt noch mal zu dir, zu deiner Liga zurück. Ja. Was ist denn Anlass? Anlass ist tatsächlich, dass die schon gerne Fußball spielen, aber bei den Normalgewichtigen schlicht und ergreifend nicht mithalten können. Und nicht ja, mal mit Abstand. Müssen immer ins Tor wahrscheinlich. Ja, müssen maximal ins Tor. Sie haben aber auch ein paar Regelungen. Das heißt, die müssen quasi, also wer mitmacht, also wir nehmen keine Normalgewichtigen, aber sie sagen jetzt nicht, also man muss 100 Kilo wiegen, sondern man kann auch 95 Kilo wiegen, aber wenn man dann 1,55 groß ist, ist man dann auch wieder angemessen dick. Also das ist tatsächlich so. Also man muss auf jeden Fall in jedem Case übergewichtig klein sein, für genau, sein Gewicht genau. Also sein. Sie haben jetzt nicht auch gesagt, es muss jetzt BMI 31 haben oder sowas. Also die haben hier gesagt, also in ihrer Mannschaft kann jeder ab einem BMI von 31 mitmachen. Aber das, da gibt es schon auch, wie soll ich sagen, Dehnungsbereiche. Dehnungsbereiche, genau. Ja. Und dann fragen die auch, verstehe. Und wenn jemand abnimmt, fliegt er dann aus der Mannschaft und da sagt er, naja, wenn sich jemand bei uns engagiert hat und sich wohlfühlt und es dann schafft, 20 oder 30 Kilo abzunehmen, dann darf er auch in der Mannschaft bleiben, wenn er möchte. Wir sind ja eine Gemeinschaft, also es soll dann irgendwie schon auch ein bisschen Spaß machen. Genau, also wie gesagt, ich fand das eigentlich eine ganz witzige Idee. Also sie haben tatsächlich in der Regel, in der Liga auch die Regel, dass zwei Normalgewichtige dürfen auch auf dem Platz stehen und dürfen dann, weiß nicht, ob die dann das alles rocken. Wie gesagt, aber es darf halt nicht zu viel werden. Das ist dann schon irgendwie. Ich fand das ganz witzig. Der Grund dafür ist einfach, wie gesagt, er hat früher auch Fußball gespielt, musste dann wegen der Verletzung aufhören, hat aber dann irgendwann Bock gehabt, aber hat halt gesagt, in normalen Mannschaften kann ich überhaupt nicht spielen, beziehungsweise komme ich nicht ansatzweise mit. Und er sagt auch, er hat dann quasi statt abnehmen, also während der Corona-Zeit eher noch ein bisschen draufgelegt, wie der eine oder andere. Und naja, wie gesagt, sagen aber auch schon ein bisschen gucken mit konditionellen oder auch Herz-Kreislauf-Problemen. Also nicht, dass da einer mal tot umfällt und Platz, weil er irgendwie da mit 3 Zentnern an Masse oder irgendwie über den Platz rennt und das dann sich völlig übernimmt. Wie gesagt. Also lustigerweise, ich weiß nicht wieso, aber hin und wieder bietet mir TikTok so Videos von, ich glaube, es ist nur ein und derselbe. So oft gucke ich nicht TikTok und so oft sehe ich die auch nicht, aber es ist regelmäßig schon, der sehr, sehr dick ist, ein sehr dicker Fußballer, der so berühmte Tore oder irgendwie sowas nachspielt. Und sein Markenzeichen ist, dass immer so die Plauze unten aus dem Trikot so raushängt. Und das Verrückte ist, der Typ, der hat eine affengeile Technik. Ja. Also wirklich richtig, richtig gut. Und irgendwie, das endet dann immer so, dass der irgendwie so wütend auf die Kamera zuläuft und so tut, als ob er den Kameramann verprügeln will. Das war alles inszeniert, glaube ich. Aber da habe ich auch nur gedacht, so ja, der nur halb so schwer, wäre wahrscheinlich richtig, also auch in einer nicht dicken Mannschaft, ein richtig super Fußballer. Ja, ich meine, das ist ja nun schon auch so eine klassische Fußballerkarriere, wenn du jetzt nicht da sonst wie zu Bundesliga oder sonstigen Ehren kommst, dass du dann irgendwie in der Kreisliga kickst oder sonst irgendwie ein bisschen höher auch und irgendwann dann doch das, wie soll ich sagen, die Nachspielzeit im Sinne von Bier dann irgendwie doch ein bisschen stärker genutzt wird und dann der eine oder andere über Beruf und ja. So dann ein bisschen zulegt, aber die Technik ist ja noch da, also man hat ja jetzt Fußballspiel verlernt. Da kann ich meinen Kumpel Reini zitieren, wir haben in Speyer haben wir so mal so gemeinsam studiert und haben dann dort im Exil auch für ein Fußballturnier den FC hochgehalten, hatten alle so FC-Trikots an. Und ich habe ja, wie man weiß, wie jeder weiß, man kennt es ja, ein Knieproblem und bin nicht besonders schnell mehr. Aber Fußball habe ich mir dann da nicht entgehen lassen wollen.
bei dem Hallenturnier und habe dann halt mehr so von hinten raus das Spiel gesteuert. Und hinterher sagt er zu mir, Ben, du spielst wie ein dicker Brasilianer. Nicht besonders schnell, aber geile Technik. Das ist für mich echt so, das ist für mich echt hängen geblieben. Ich habe es als Kompliment verstanden. Ja, ist es doch auch. Ja. Ja, wie gesagt, also ich finde das auch spannend und ich finde eben den Ansatz auch nett. Also lässt sich sagen, ja komm, es geht ja wirklich um Spaß hier und ja, ist geil. Also warum denn nicht? Also wir haben es jetzt hier so ein bisschen nicht gar nicht mal lustig gemacht, aber man hat ja erstmal so Bilder im Kopf, die lustig aussehen und vielleicht ist es auch lustig, wenn so Pfunzkerle da irgendwie hinter dem Ball herjagen. Also ich habe generell Respekt vor, ja, ich habe auch richtigen Respekt vor sportlicher Betätigung insgesamt. Ich war halt auch schon in der Schule, obschon ich jetzt nicht dick bin, einfach immer sehr schlecht im Sport. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen faulheitsbedingt, aber diese Lauferei, das ist doch nichts. Insofern, also wer Sport macht oder wer sich betätigen will, warum nicht? Ja, also Hauptsache, es geht fair zu, ja, im Sinne von ausgeglichen. Du kriegst ja als 150 Kilo Boxer, bist ja auch nicht in einer Gewichtsklasse mit den 60 Kilo Jungs. Ja, genau. Ja, zurück zur Tierwelt, würde ich sagen. Und da gibt es jetzt zunächst erstmal tatsächlich keine guten Nachrichten. Es ist nämlich der Bürgermeister gestorben in der Gemeinde Idlewind in Kalifornien. Das ist so. Ich habe es mal gegoogelt, 2 Autostunden von Los Angeles. Es ist Idlewind, genau. Idlewood. Idlewild, habe ich Wind gesagt. Wild, Idlewild. Okay. Das ist ein bisschen komisch geschrieben. Jedenfalls, die Gemeinde ist relativ klein und da ist jetzt der Bürgermeister verstorben mit 9 Jahren. Könnt ihr euch erklären, wie das kam? Der Bürgermeister war 9 Jahre alt. Der Bürgermeister war 9 Jahre alt. War das so eine Kinderstadt? Also ja, das war bestimmt so eine Charity-Geschichte. War ein schwer krankes Kind, den sie zum Bürgermeister gewählt mit haben. Mit Charity liegst du gar nicht falsch. Okay. Es war so, die Gemeinde ist wohl klein genug oder nicht groß genug für einen richtig gewählten Bürgermeister. Und deswegen haben sie sich gedacht, komm, wir wählen jetzt aber trotzdem einen. Und tatsächlich aus so Charity-Gründen hat sich so ein Tierrettungsverein zusammengeschlossen und die haben eine kleine Wahl abgehalten. Jeder durfte für einen Dollar mitspielen, sprich pro Dollar hattest du eine Stimme. Das heißt, je mehr Dollar, desto mehr Stimmen und dann durfte jeder. Ganz reguläres amerikanisches Wahlsystem. Klingt so wie die große Wahl. Also ja. Insofern gar nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen. Und dann haben sie sich gedacht, es dürfen nicht etwa die Einwohner eintreten, sondern die Haustiere. Und gewonnen hat der Max, dann später Mayor Max, weil er wurde tatsächlich zum Bürgermeister gekrönt und das war ein Hund. Netter, ich glaube, habe jetzt das Foto verschlammt, müsste so ein Labrador gewesen sein, so ungefähr in der Größe. Ah, nee, die Hellen heißen Golden Retriever, ne? Und Labrador sind die schwarzen Hunde. Oder? Egal, so eine Töle jedenfalls. Wurde Bürgermeister und hat dann tatsächlich, ist dann auch viel hausieren gegangen, ist auch öffentlich aufgetreten. Und sein Frauchen wird da hier auch so zitiert. Ja, ich musste immer nur sagen, hier, wir gehen zur Arbeit. Und schon ist er aufgesprungen und zur Tür gerannt. Dann habe ich seine Krawatte angezogen, denn der Hund war immer in Krawatte unterwegs, wie so ein guter Bürgermeister. Und er hat sich einfach dafür eingesetzt, sehr löblich, einfach die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, so ein bisschen Freude zu verbreiten, Stimmung. Wie gesagt, so einen richtigen Bürgermeister brauchte man nicht. Ja, und eines Tages ist er dann verstorben und seitdem regierte dann Mayor Max der Zweite. Und auch der Artikel ist schon ein bisschen älter jetzt, dann 2022 mit 9 Jahren verstorben. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer danach folgte, aber die Aktion an sich fand ich ganz witzig. Ja. Einfach mal so ein bisschen Spaß verbreiten. Gibt so hier und da ein paar YouTube-Videos, wo dann der Hund auf dem Pickup standesgemäß natürlich rumgekarrt und gezeigt wird. Und Wahlreden bellt dann quasi. Ja, also. Ja, sehr schön. Ja, witzig. Ich habe es heute irgendwie ein bisschen mit der Nacktheit, wenn ich mal da so reingrätschen darf. Aber ich merke gerade, das ist so mein roter Faden. Wir hatten ja letzte Woche
den David von Michelangelo, wo man in Dödel sieht. Dafür wurde in, ich glaube, Florida eine Lehrerin, Schulrektorin sogar zum Gehen ermuntert von dem aufgebrachten Elternmob. Mhm. Und dann fragte ich mich, was würden die wohl zu dieser Aktion aus Lyon sagen? In Frankreich, da gibt es nämlich ein Museum, MacLyon, die am Donnerstag, ich glaube, das war sogar letzte Woche Donnerstag, genau, eine Ausstellung zum Thema menschlicher Körper eröffnet hat. Und da sieht man natürlich auch viele nackte menschliche Körper. Aber jetzt sieht man noch mehr menschliche nackte Körper. Könnt ihr euch vorstellen, wieso? Haben die so eine Mitmachausstellung? Könnte man fast sagen, ja. Oder die haben sich einen Marketing-Gag ausgedacht. Die Geschäftsräume sind da über dem Typen, der sich immer nackt sonnt. Ich könnte nur sagen, wer nackt kommt, kommt kostenlos rein. Ja, oder anders, nur Nackte kommen rein. Ach so, oder so. Okay. Ausschließlich Nackte dürfen diese Ausstellung sich angucken. Das ist ja witzig. Und ja, das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Eine kleine News noch oder einen kleinen Fact noch nebenbei. Angeblich gibt es in Frankreich 2,6 Millionen Nudisten. Also das ist schon eine ganze Menge. Und die freuen sich jetzt, dass sie in diese Ausstellung reingehen dürfen. Finde ich witzig. Stell dir mal vor, das ist ein Amerikaner, der kommt dann da vorbei und die ganze Zeit wup kommt die Nackten da aus dem Museum raus. Er dreht völlig durch. Ja. Und wie war es so? Waren die Besucherzahlen eher höher, eher niedriger? Das ist ja, wie gesagt, ganz frisch zur Eröffnung. Ich glaube, da ist noch gar niemand, das ist sozusagen letzte Woche geschrieben für Donnerstag, ja, okay. Wurde die eröffnet, am 28. glaube ich. Und müsste man jetzt mal googeln, wie dann so die Resonanz war. Aber ich glaube, das wäre dann wirklich für den einen oder anderen amerikanischen Touristen eine echte Herausforderung. Weiß nicht, ob der dann sofort auf Gedanken käme, dann wie unser holländischer Einarmiger, nicht Bandit, sondern Spender. Aber ich habe tatsächlich auch noch was, das geht, finde ich auch eine ganz witzige Idee. Das ist halt so positiver ziviler Ungehorsam, spielt auch auf die Geschichte an, die wir letztes Mal auch drin hatten, dass da eben durch den durch das Michelangelo-Porträt, ist das ja die Büste oder was? Den David-Dödel. Wenn es eine Büste wäre, wäre es ja kein Problem. Ja, wieder war. Also die geht ja noch weiter, die Büste. Die Sub-Büste. Also hier geht es tatsächlich, da geht es um das neue konservative Gesetz in Utah, im Bundesstaat der USA, wo es tatsächlich inzwischen verboten ist, Bücher, die etwas mit Sex zu tun haben, sind quasi für Minderjährige komplett verboten. Das Gesetz gibt es seit einiger Zeit, ist 2022 erlassen worden und verbietet Darstellungen mit pornografischem oder anstößigem Inhalt. Das ist gefühlt alles, wo es irgendwie um Nacktheit, Sexualität etc. geht. Anstößig ist ja auch so ein Wort. Ja, das kann ja alles bedeuten. Jetzt hat aber ein Elternpaar war so frustriert, weil diese ganzen Werke aus den Schulbüchereien verschwunden sind und haben gesagt, okay, dann muss das auch für alle gelten und haben den Antrag gestellt, dass sie bitte dann auch die Bibel aus dem ganzen Bereich rausnehmen, weil sie zählen hier auf, Inzest, Onanie, Bestialität, Prostitution, Genitalverstümmelung, Fellatio, Dildos, Vergewaltigung und sogar Kindermord, schreiben sie in den Prüfantrag in der Bibel. Ja, in den Prüfantrag an dem Schuldbezirk Davis County. Und sagen halt, dass das keinen ernsthaften Wert für Minderjährige hat, weil sie nach neuer Definition pornografisch wäre. Und das finde ich mal einen witzigen Ansatz, das Ganze mal umzudrehen. Also absolut legitim, würde ich sagen. Ja, großartig. Also. Und wie gesagt, wenn es in Utah gilt es als anstößig, weil du das eben noch sagtest, wenn es ausdrückliche sexuelle Erregung, Stimulation, Masturbation, Geschlechtsverkehr, Sodomie oder auch nur Fummeln beinhaltet. Also, vom Zitat, eine Darstellung von unerlaubtem Geschlechtsverkehr oder sexueller Unmoral hat keinen ernsthaften Wert für Minderjährige. Aber was ist denn unerlaubter Geschlechtsverkehr? Wahrscheinlich nicht verheiratet, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also dann in der Definition. Ist Utah nicht dieser Mormonenstaat? Das kennst du doch auf deiner Party. Dann kommt da so ein Typ hin, bringt so Wein in den Wasserflaschen mit, damit es nicht auffällt mit der Security. Und dann geht die Party ab.
Genau. Ja. Und da haben die Eltern haben das gesagt und die haben in der Zeit gesagt, schafft diesen Porno aus unseren Schulen. Und genau. Und das ist tatsächlich, ist, also wird zumindest, der Antrag wird zumindest im Schulbezirk erstmal ganz seriös bearbeitet. Also der, wir werden das jetzt sagen, wir unterscheiden nicht zwischen verschiedenen Anträgen. Der Antrag zur Bibel sei in ein Komitee weitergereicht worden und so weiter und so fort. Das wird jetzt geprüft. Ich finde das tatsächlich mal den Spieß umdrehen, in einem positiven Sinne. Ja, ja. Irre. Irre. Ich finde halt auch hier, also wie gesagt, dieses, allein die Formulierung, ne, dass also eine Darstellung von unerlaubtem Geschlechtsverkehr oder sexueller Unmoral, was ist denn sexuelle Unmoral? Ja, aber das heißt, was ist denn mit der Darstellung von erlaubtem Geschlechtsverkehr? Wahrscheinlich darfst du das sagen in einem Buch, es geht ja um Bücher, ja, hier quasi, wenn du dann beschreibst, dass also Mama und Papa ordentlich geheiratet haben und dann dürfen sie quasi knattern. Ja, die, aber nicht hier mit der Nase am Popo anstupsen. Nee, nee, genau. Nee. Gib mir doch mal gerade den Flaschenöffner, wenn du so freundlich bist. Weil ich bin immer freundlich. Euch, letzte Woche war ich 2 Tage in Frankfurt und komme nachts mit meinen Kollegen aus einem italienischen Restaurant, laufe an einem, ich nenne es immer Bierautomat, und dann halt sagen die, da war genau ein Bier drin und der ganze Rest waren irgendwelche Sachen vom Bauernhof, aber ich hätte sozusagen meine Augen auf dieses Bier geworfen, das habe ich aus dem Automaten für euch gezogen. Brauhaus Castel Hell mit feiner Hefe, ich wollte fast sagen mit feiner Soße. Und das habe ich gedacht, das kann ich euch doch hier heute noch mal mitbringen. Ich habe es auch schön kühl gemacht. Wenn ihr mögt, haut euch mal was davon rein. Und ja, ist eine interessante, fast transparente Flasche. Oder zumindest das Etikett. Sollte ein klassisches Helles sein. Das gluckert. Also der Schaum ist schon mal hell. Mm. Ja. Beim Automat ganz oben, ne? Zumindest eingerufen, dann dreht sich das so. Kling. So. Das haben wir auch noch zu erledigen. Ist schon wieder ein Stündchen rum. Und ich sehe gerade, ich konnte mir echt in den Sack beißen, weil ich habe für meine Samenspender-Geschichte, ich hatte so geile Samples heute direkt da eingespielt und ich habe sie alle nicht gebracht so richtig. Naja, dann muss ich mir demnächst noch mal irgendwas mit ungewolltem Vater sein oder vorsätzlichem Samenspenden oder so überlegen. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja noch eine Fortsetzungsgeschichte. Ist eigentlich so ein Straftatbestand, unaufgeforderte Samenspende? Ja, unverlangte oder keine Ahnung. Unter falschen Vorspiegelungen falscher Tatsachen verabreichte Samenspende. So, jetzt haben wir ein Riesenproblem für alle, die uns das erste Mal hören. Normalerweise, wenn dieser kleine Jingle hier kommt mit dem Alarm, dann ist das so der Moment, wo der Sammer anfängt, ganz wuschig auf seinem Stuhl hin und her zu rutschen und an sich rumzunesteln und sich bereit zu machen für seinen Quickie. Aber wir haben jetzt heute keinen Sammer. Jetzt haben wir folgende Möglichkeit. Wir alle gehen nochmal in uns und schauen, ob wir ein Quickie am Start haben. Und wir machen einfach Schluss. Und ich spiele alle meine Jingles, die ich eben nicht gebracht habe, der Reihe nach ab. Wäre schon fair. Wäre schon fair, meinst du? Naja. Ja, wir können doch den Summers Quickie nicht ersetzen irgendwie, oder? Das ist nicht adäquat. Ja, aber dann, wie gesagt, was ich ja eigentlich bei dieser ganzen Geschichte mit dem 550-fachen Vater vorbereitet hatte, war der Klassiker aller Sprüche. I am your father. Das hatte ich mir so vorgestellt. Der rennt dann durch die Niederlande und sagt zu jedem Kind, was seinen Riesenzinken hat: I am your father. Naja, muss ich jetzt noch da rein montieren. Abgesehen davon, in 2 Wochen machen wir dann wieder eine neue Folge. Jetzt tatsächlich hören wir jetzt ohne Quickie aus. Tja, ja? Ja, also ich. Mann, muss ich alles selber machen hier. Hast du noch ein Quickie zur Hand? Habe ich ja fast immer. Komm, du hast es in der Hand jetzt. Auf. Ja, ich hab fast immer was, aber was ich auf jeden Fall mal sagen könnte, so als kleinen Verbrauchertipp, das wäre eigentlich für Prollo was müsst ihr machen oder was müsst ihr beachten, wenn es im Wald nach Maggi riecht? Ui, das Gaststätte. Ernst gemeinter Tipp. Was ist denn in Maggi drin?
So Kräuterzeug. Also ich sag mal, die, das ist hier so ein ich habe einmal vor 50 Jahren, habe ich mal bei infranken.de irgendeine Biergeschichte ausgegraben. Seitdem kriege ich ständig von infranken.de sachdienliche Artikel. Hier ist jetzt der Artikel unterwegs im Wald. Es riecht im Wald nach Maggi. Darum solltest du sofort umkehren. Aber warum? Riecht Bärenkacke nach Maggi. Ja, könnte fast sein. Ich zeig dir mal, hier ist ein Bild, das Video wird schon abgespielt. Wildschweine irgendwie das? Oder? Ja, Wildschweine. Die riechen nach Maggi oder? Ja, habe ich nämlich auch gedacht. Oh, kacken die Maggi oder was? Das oder ist nachher Maggi noch aus Wildschweinen gemacht? Oder ist das irgendwelche Wurzeln, die da drin sind, die ausbuddeln? Ja, das ist leider, und das entpuppt sich erst beim weiteren Lesen dieser Geschichte, es ist leider viel unspektakulärer. Die Jäger locken die Wildschweine mit Maggi-Klumpen an. Also Wildschweine stehen offensichtlich auf Maggi und vielleicht riecht dann so ein Wildschwein-Pups auch nach Maggi, das weiß ich jetzt nicht. Aber die riechen nicht von Haus aus nach Maggi, es sind eher die Jäger schuld, die damit anlocken. Aber wenn es irgendwo sozusagen nach Maggi riecht, ist das so ein Anlockpunkt und dann kommen die Viecher dahin und die machen dich kaputt. Also wenn ihr nicht Asterix und Obelix seid, dann besser. Ach so, ich dachte, großzügig. Weil ich ja auch so ein bäriger Typ bin, dass dann der Jäger lauert und mich über den Haufen schießt. Ja, das kann nicht sein, so wie du aussiehst. Also, da muss ich jetzt, also tut mir leid, wir haben gerade auf das Aussehen vom Prollo angespielt und da muss der hier noch raus. Was ist? Hab gerade ein Bild von dir gefunden. Und wie sieht's aus? Scheiße. Also ich würde sagen, darauf kann man enden. Unser bäriger Typ Prollo. Und den Sommer, den haben wir nächstes Mal wieder dabei. Dann gibt es auch einen adäquaten, richtigen Quickie, irgendwas Seriöses. Jawohl. Oder? Ja. Wie die Donaldisten sagen, Ente gut, alles gut. In diesem Sinne, macht es gut. Bis bald.